Herzlich willkommen zu Musotalk, dem Music und Sound Production Podcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zu Musotalk. Hier ist Tom Wendt, eine neue Folge aus der Serie Angezerrt mit dem Untertitel Tu das Note oder kann das weg? Es geht heute um die erste Gitarren-Amp-Simulation fürs iPhone und zwar von IK Multimedia, die mit iRig die erste Lösung gebaut haben, um mit dem iPhone Verstärker-Sounds hinzukriegen und mit der E-Gitarre direkt ins iPhone zu spielen. Was braucht man dafür? Da braucht man dafür das iRig. Das ist ein Adapter, der den Gitarrenanschluss erlaubt, mit einem, wie ich finde, viel zu kurzen Kabel ins iPhone geht und dann noch eine Buchse für den Kopfhörer bietet, hier, der jetzt mal direkt hier an die Anlage zum Lauthören angeschlossen ist. Ich nehme das alles mal mit Record direkt auf, damit ihr den unverfälschten Ton hören könnt und nicht nur das Mikrosignal hier. Gehen wir mal gleich in Medias Res. Das Produkt hat ein Stimmgerät, mit dem man gleich schon ermessen kann, dass die Gitarrenwandlung eigentlich ganz gut ist. Ich mache hier mal nicht zu lange. So. Close enough for rock and roll und etwas zu viel Pegel hier beim Aufnehmen. So. Wir haben hier eine etwas abenteuerliche Versuchsaufbauerei. Das zeigen wir gleich nochmal, diesmal mit ein paar Bildern für den Nachspann. Besonders wichtig, heute kann ich auch den Kollegen Marc Rode an der beweglichen Moviecam begrüßen, dessen Bilder ihr auch schon vorher mal gesehen habt. Stellen wir aber auch gleich nochmal kurz im Bild vor. Ja, weiter geht's hier mit der Applikation. Das hier ist diese Tools-Section, wo wir ein Stimmgerät haben, ein Metronom haben. Was ist jetzt hier passiert? Ein Stimmgerät haben, ein Metronom haben und noch diverse Demo-Play-Möglichkeiten. Das interessiert uns jetzt erstmal nicht. Das, was uns am Wesentlichen interessiert, ist die Amp-Sektion. Und die sieht ganz wunderschön aus. Man hat hier eine alte Marshall-Anmutung. Da kann man hier durch Wischen einfach mal die verschiedenen Parameter des Panels betrachten. Das sieht wirklich wunderschön aus, farblich ganz toll gerendert. Tippen auf ein Poti ermöglicht hier die Einstellung. Man kann verschiedene Lautsprecher auswählen. Ganz toll. Und man kann von einem dynamischen auf ein Kondensatormikrofon umschalten. Es gibt hier einen Hall und ansonsten die ganz normale Marshall-Geschichte. Ja, wie klingt's? So klingt's. Okay eigentlich. Wie ist es mit Gain? Wir hören noch nichts, weil das Stimmgerät noch an ist. Entschuldigung. Seht ihr gleich die ersten Vorführeffekte. So. Da habt ihr den M-Sound. Das ist irgendwie ja, okayisch. Ich denke, ihr hört das Rauschen. Und das ist. Nicht so ganz richtig rund, finde ich. Aber schon sehr erstaunlich. Ich habe hier bei dem iPhone die Latenz auf hoch gestellt. Es gibt zwei Modi. Bei dem Ultra-Low-Latency-Modus, da hat es nur geklickt und geklackt und es hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich komme mit der Latenz aber ganz gut klar, denn ja, besser so als die Nebengeräusche. Die Nebengeräusche, es rauscht ganz schön, wie auch immer. Es gibt auch Effekte. Schauen wir uns das mal an. Hier kann man wählen, in der Reihenfolge, wie es direkt vor dem Amp sein soll. Auf dem Kopf haben wir hier, wo sind wir gelandet?
Die Navigation ist ein bisschen wie Geninsch. So. Den Effekt direkt vor dem Amp, den wir wollen, das ist ein Delay. Gib mir das Delay. Hier ist das Delay. So, dann haben wir noch einen Effekt, den man übrigens, einen Effekt kriegt man for free, wenn man die Software runterlädt. Das ist hier dann ein Distortion, verdammt nochmal. Da, wo das Delay war, soll Distortion hin. So. Direkt vor dem Amp. Na, sind wir etwas langsam hier. Oder die Hornhautfinger sind zu schwierig. Oder bist du abgestürzt? Die Applikation hängt. Aha. Vorführeffekt. Error. Seht ihr? Da könnt ihr es mal live erleben. Tu das Not oder kann das weg? Wir sind abgestürzt. Vielen Dank. Das kann aber auch an Steves neuen Betriebssystem liegen, was das iPhone der älteren Generation sowieso etwas langsamer und träger macht. Aber so, die Applikation ist zurück. Da ist der Distortion. Und hier ist ein Noise Gate. Das Noise Gate stellen wir mal auf ganz empfindlich. Und gucken, ob das Rauschen weggeht. So, das Rauschen geht weg, aber auch die Höhen. Und das ist die unempfindlichste Stellung. Das ist mir ein bisschen zu dumpf. Dann lieber rauschen. Okay. Kommen wir zum Verzerrer. Wenn er denn kommt. Da ist der Verzerrer. So, wir haben hier Gain, Level, Character und Tone. Wie wir das von Verzerrern so kennen. Character geht von sehr brutzlig im Sinne von Big Muff zu Verzerrer. Das Rauschen ist nicht von schlechten Eltern, wie ihr hört. Tone wird dann sehr leicht, sehr dünn. Das machen wir mal ein bisschen runter. Und mit Gain sind wir mal ganz forsch. Ihr könnt erahnen, da könnte Schönheit drin liegen. Nur mit diesem Rauschen kommt man nicht so wirklich weit. Wenn man das Noise Gate einschaltet, ist der Sound weg. Also das ist sehr schade. Vor allem der Chunk-Faktor ist ja eigentlich da. Aber halt auch alles recht dünn. Wenn wir mal zurück zum Amp gehen, dann sind wir mit dem Bass unterwegs. Dann stellen wir den mal voll auf. So wesentlich mehr wird's nicht. Fakt ist aber, das Rauschen ist ganz, ganz grauenhaft. Deswegen gehen wir mal mit Gain zurück. Etwas mehr Pegel. So, also, Fazit ist, Crunch geht irgendwie. Kommen wir erstmal ohne Verzerrer zum Thema Delay. Das klingt ganz gut analog. Da war ich sehr erstaunt. Hier hat man Tempo und Feedback und Delay Level. Und das klingt eigentlich ganz gut.